Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Let's Play Hogwarts Legacy. Beim letzten Mal haben wir zuerst Nettie, dann Sebastian und zu guter Letzt Deke aufgesucht und mit den ersten beiden ein wenig geplaudert und Deke dann geholfen, einen Phönix zu retten und diesen zurück in den Raum der Wünsche gebracht. In der heutigen Episode werden wir uns dann einmal mit Lodgok treffen, um zusammen mit ihm versuchen, Ranrok ein wenig weiter aufzuhalten. Dann wollen wir direkt mal schauen, wo wir denn hin müssen. Lodgok versucht alleine in die Küstenmine einzudringen und wir sollen den Mineneingang finden. Wollen wir doch erstmal schauen, wie es bei unserer Ausrüstung aussieht, ob wir dort etwas Neues haben oder nicht. Da schaut es nicht so aus, da auch nicht. Kopfkleidung sieht auch noch gut aus. Anscheinend haben wir das alles auf dem neuesten Stand. Wir haben Wolkenschwinge und unseren Besen mit zwei Verbesserungen bisher. Da könnten wir dann auch demnächst nochmal schauen, ob wir die nächste Verbesserung anstreben. Dazu müssen wir dann erstmal wieder den Luke-Wettkampf gegen Miss Reyes, glaube ich, gewinnen. Und, ach, guckt mal an. Haben wir uns hier nicht mit Sebastian getroffen? Für das letzte Teil des Triptychons. Es sind auf jeden Fall direkt schon wieder Kobolde hier überall. Machen wir mal direkt uns unsichtbar. Und versuchen dann mal den Eingang zu finden. Okay, wir müssen anscheinend doch unten lang. Okay. Da steht ein gepanzerter Troll. Wo wir aber hoffentlich dran vorbeikommen. Das hat geklappt. Da sind wir dran vorbeigekommen und hier drin. Hier könnte ich auf Ranroks Anhänger stoßen. Ja. Das hatten wir ja auch vor. Also nicht beabsichtigt drauf stoßen, sondern wir wollen in die Mine herein. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drin sein. Okay, dann wollen wir mal rein. In die Küstenmine. Und schauen, ob wir Lodgok finden können und noch rechtzeitig bei ihm sind. Falls er in Schwierigkeiten steckt. Okay. Was für eine riesige Mine. Hier stimmt was nicht. Hier wimmelt es ja nur so von Ranroks Anhänger. Ich muss gut aufpassen. Ja, hier haben wir schon mal zwei. Wollen wir dagegen kämpfen? Ja, komm. Okay. Kommt er nochmal wieder? Nein. Sehr gut. So lobe ich mir das doch. Die Kämpfe auch mal ein wenig schnell zu ändern. Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Dann wollen wir mal damit runterfahren. Wie bei Gringotts. Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. Ui. Wie tief es wohl hinabgehen wird. Das da vorn muss das Ende sein. Okay, wir haben ein paar Sachen mitgehört. Die haben anscheinend mitbekommen, dass wir damit gefahren sind. Revelio. Okay. Vorne können wir gleich wieder Sachen rausziehen. Aber erstmal müssen wir weiter hineingehen, um
Lodgok zu finden. Komm, Franco. Wohin wohl diese Rohre führen? Das werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden. Okay, das heißt, wir werden jetzt, wo ist er? Akio. Benötigen. Ja. Ist auch gar nicht auffällig, wie wir uns hier so durchbewegen. Immer auf den großen. Ach Gott. Okay. Immer muss ich Wache halten. Da haben wir einen. Und noch einen. Schauen, ob wir hier vielleicht irgendwie entlang kommen, ohne zu kämpfen. Sonst müssen wir gleich halt wieder zurückgehen und Mist. Jetzt werden wir doch da unten kämpfen müssen. Revelio. Ja, Revelio wollte ich jetzt nicht. Dafür werden wir dann mal wieder die Pulso mitnehmen. Hier bin ich immer noch nicht zufrieden. Confringo. Expelliarmus. Nehmen wir Bombarda. Nehmen wir wieder Bombarda. Ja. Also, wir werden jetzt gleich wohl hier. Oh Gott, da stehen ja noch mehr. Eins, zwei. Okay. Ihn direkt schon mal ausschalten. Und ihn dann auch direkt ausschalten. Aber das hat schon mal gut geklappt. Na komm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wo seid ihr? Okay, hier oben keiner. Alle irgendwo unter uns. Ja, sieht zumindest so aus. Die Pfeile zeigen nach unten. Bombarde! Ah, Bombarda ist kein Feuerzauber, okay. Incendio. Incendio! Ah, das war Incendio Confringo. Confringo war der Feuerblitz. Okay, okay, okay. Gehen. Was erwartet uns denn, wenn wir einmal runtergehen? Ups. Oh ne, da ist ein Troll. Nein, das wollen wir gerade noch nicht. Dem fällt natürlich auch noch nicht auf, dass wir da gerade runtergefahren sind. Nein. Dann hoffe ich mal, dass wir hier vorne weiterkommen. Gerade noch die drei Kobolde standen. Falls nicht, müssen wir doch noch da wieder runter.
Das wäre natürlich nicht unbedingt optimal, aber okay, das scheint doch so zu sein. Dass wir runter müssen und gegen den Troll kämpfen werden. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Wir müssen wohl doch runter. So, was haben wir hier noch? Revelio. Dann damit können wir jemanden hier. Oh, Arresto Momento könnte uns weiterhelfen gleich. Dann wollen wir mal runtergehen und schauen, was die Leute dort denn drauf haben. Ob wir es schaffen. Gegen den Troll, gegen den Attentäter und ich weiß nicht, was da unten alles noch so rumwimmelt. Zu gewinnen. 5 Tränke haben wir. Unsere alte Magieleiste ist leider nicht ganz so voll. Wäre schön gewesen, wenn die wenigstens ganz voll gewesen wäre. Hätten wir schon mal den einen oder anderen direkt ausschalten können. Da. Grottbick. Okay. Wahrscheinlich am einfachsten, wenn wir erstmal die. Ah, ausweichen. Es sind echt viel zu viele hier. Oi, 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 oi. Holy Guacamole. Und wieder heilen und nochmal heilen. Oh, der. What? What? Das ist doch unfair, wir kommen hier gar nicht raus. Oh Mann. Na, das wird nichts. Und tschüss. Also auf ein neues. Oh Mann. Ich kann mir vorstellen, dass dies ein wenig länger dauern wird. Oh. Okay. Also vorbeikommen tun wir da glaube ich nicht. Das könnte man auch nochmal ausprobieren. Uns da irgendwie vorbei mogeln können. Direkt vor uns sieht so aus, als wenn wir da durchkommen würden. Aber dem ist nicht so. Okay, der Troll. Sieht er uns? Nein. Das ist schon mal gut. Wir müssen nämlich einmal auf die andere Seite und schauen, ob wir dort vielleicht durchkommen. Aber jetzt sieht er uns. Auf der anderen Seite sieht auch nicht so aus, als wenn wir da durchkommen. Hm. Sieht jetzt auf beiden Seiten nicht so aus, als wenn wir da unbedingt durchkommen.
auf jeden Fall schon mal einmal die Pulse. Ach Gott, dieser Troll immer. Schön, dass du mal vorbei. Oh Gott. Du wirst bereuen, hier zu sein. Doch, ich habe versucht. Protego. Na toll, na toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Glaubst du etwa, du könntest mich besiegen? Ich will hier doch gar keinen besiegen. Ich will einfach nur hier durchkommen. Uiuiui. Nein. Dann gehen wir auch einfach vorbei. Uiuiui. Autsch. Wir haben keinen Trank mehr. Shit. Scheiße, hier muss doch irgendwo ein Trank liegen. Revelio. Vielleicht doch gar nicht dagegen kämpfen.
Oh. Ja, wenn das jetzt echt klappt, ey, dann bin ich so dankbar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte. Bitte lass uns hier einfach weiterkommen jetzt. Oh ja, voll. Das wäre so schön. Oh, wie wäre das schön, wenn das wirklich klappt. Rainrock ist hier. Ich hoffe, dass Lockrock ihm nicht über den Weg läuft. Voll den falschen anvisiert. Ich, da wollte ich haben. Ah ne, wir haben ja den Pulso. Ist noch einer? Bist du tot, Bess? Im Zentrum. Okay. Hui. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Sehr schön. Wieder so ein etwas anstrengender Kampf, aber den haben wir geschafft. Wohin führt er wohl? Oft genutzt wurde er offenbar nicht. Ins Zentrum. Die Geräte werden mit Dampf betrieben. So, dann bauen wir mal in den Aufzug rein. Ich hoffe, ich erreiche Renrock vor, Lockrock. Und wo sind wir denn jetzt? Rebellion. Okay. Ein weiterer Bohrer ist fertig. Die Welt der Zauberei wird zerstört. Ui. Wir haben Renrock gefunden. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Protego! Gott! Sind wir hier wieder fest und kommen nicht raus? Scheinen wir rauszukommen. Hoppala! Will ich Bogen schützen, ey. Gott, wo ist er? Boah, das gibt's nicht. Wieso verlieren wir einfach jeden einzelnen Kampf? Okay, wir müssen zuerst wieder die Bogenschützen ausschalten, weil die werden uns die ganze Zeit wieder nerven. Du bist zum Sterben hier, was? Ah! Okay. Aber den lieber. Nein, mit dem Kobold. Ach, eben.
Jawohl, wir haben ihn erwischt. Jawohl. Voll. Hoppala, was soll das? Nein! Wir müssen auch den Troll fokussieren. Ne? So, einer noch. Jawohl, können wir uns hin. Können wir uns dem Troll widmen? Nein! Einmal kurz den Rücken zugewandt und schnell genug ausgewichen. Ja, wo ist er? Wir müssen dafür sorgen, dass der in die Wand rennt, so wie gerade. Oh Mist. Oh, wir dürfen jetzt nicht verlieren. Wow. Das war extrem knapp. Schön im Auge behalten. Wieder angestürmt. Angestürmt. Wow. Gut ausgewichen. Jawohl. Ja, wir müssen erst platzen und dann ein bisschen so drauf wirken. Ausweichen. Ja, ein Kleinstein. Schade. Ah! Mist! Komm, steh auf! Steh auf! Steh auf! Ausgewichen. Ah! Jawohl! Jawohl, oh! Bombarda! Okay. Hui, hui, hui. Oh. Du. Ja, wir. Das ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gorg. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du, wo es war? Oh nein.
nicht! Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Kork. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackboards letztem Buch. Verschwendete meine Zeit, Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Nein. Eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Und jetzt nichts wie raus hier. Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Also, auf zur Kartenkammer. Um ihnen zu berichten. Oh Mann. Sind sie überhaupt schon hier? Nein. Protego! Ist die Aufgabe noch gar nicht? Doch, begib dich zur Kartenkammer. Waren wir jetzt zu schnell? Ah, hier. Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Renrock und dem letzten Behältnis erfahren. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Renrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Professor, Sie haben eine Eule erhalten. Renrock hat das letzte von Blackboards Tagebüchern. Er hat Lord Gog dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godrics Herz. Lord Gog und Renrock waren Brüder. Lord Gog wollte mir das Tagebuch bringen. Renrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Renrock hat Brackboss Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Brackboss Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Isadora erzählte Brackbore von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isadora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Brackbore, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst.
und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Hm. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. So, damit haben wir einen äußerst intensiven Kampf gewonnen, hinter uns gebracht und Renrocks, ja, Pläne ein wenig durchkreuzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gut war oder doch nicht so gut, was wir da getan haben. Auf jeden Fall hoffe ich, die Episode hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und verabschiede mich. Ciao, bis zum nächsten Mal.